Der Expertentipp der Woche. Alles, was Sie wissen müssen zu den Themen Immobilien, Finanzierungen und Versicherungen. Jede Woche, jeden Mittwoch neu. Herzlich willkommen zu unserem Expertentipp. Bei mir ist unser Experte Rico Krämer. Und heute geht es um die ersten Schritte, die ich tätigen muss, wenn ich ein Haus verkaufen möchte. Also das bedeutet, ich habe jetzt eine Immobilie, möchte sie verkaufen. Herr Krämer, was muss ich da beachten? Was sind die ersten Schritte, die ich gehen muss? Na, zunächst erstmal gibt es eine Reihe von Fragen, die ich mir vor dem eigentlichen Hausverkauf stellen sollte. Eine der wichtigsten Fragen vorab, ist es jetzt überhaupt ein richtiger Zeitpunkt, um mein Haus oder meine Wohnung zu verkaufen? Woher weiß ich denn, dass ich einen richtigen Zeitpunkt habe? Wie erkenne ich den? Ja, da gibt es tatsächlich sehr verschiedene und individuelle Fragen. Also nehmen wir mal an, Sie haben ein Haus, was jetzt nicht sonderlich attraktiv ist, dafür aber einen schönen, großen, tollen, liebevoll angelegten Garten hat. Dann macht es natürlich Sinn, das Haus im Frühjahr oder im Sommer zu verkaufen, mit dem Ziel, dass sich der Interessent möglichst schnell in den großen Garten verliebt. Ne? Kommt er erst im Herbst, sieht er das viele Laub und stellt sich die Frage, will ich mir so viel Arbeit den Rest meines Lebens aufhalsen? Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes und anschauliches Beispiel, was sogar ich mir gut vorstellen kann. Aber was sind denn sonst noch Fragen? Also das ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Frage, die ich mir stellen muss. Ja, das ist richtig. Es gibt noch eine Reihe an finanziellen Fragen, die ich mir beantworten sollte. Also zum Beispiel, muss aus dem Verkaufserlös noch ein bestehendes Darlehen abgelöst werden? Gibt es dort eine Zinsbindung bei der Bank und damit verbunden eine Vorfälligkeitsentschädigung? Dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wie hoch die ist. Oder fallen beim Verkauf Steuern an? Das klingt schon wieder sehr kompliziert, gerade wenn wir das Wort Steuern hören, dann schalten wir ja doch immer alle ab. Ja. Wo bekomme ich denn Hilfe? Wer hilft mir bei all den Fragen? Also in steuerlichen Angelegenheiten natürlich der Steuerberater, dort auf alle Fälle mal nachfragen. In allen anderen Fragen ist es der Finanzierungsberater und der Immobilienmakler. Bei uns im Unternehmen koppeln wir diese beiden Positionen. Wir haben also sowohl eine Finanzierungsabteilung als auch eine Immobilienabteilung. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn ich also zum Beispiel aus dem Verkaufserlös meines alten Hauses mir eine schicke kleine neue Eigentumswohnung kaufen möchte. Dort gibt es also mehrere Beteiligte, die vor allen Dingen zeitlich miteinander zu koordinieren sind. Gerade zeitlich, das ist ja auch ein mega Zeitersparnis, was ich dadurch habe, weil ich habe ja noch viel, viel mehr Vorbereitungen, denke ich mal, oder? Was sind denn sonst noch Vorbereitungen, die ich habe, ja, bevor ich das Haus verkaufen kann? Also auf alle Fälle Haus und Garten auf Vordermann bringen, aufräumen, putzen, kleine Schönheitsreparaturen durchführen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Verkauf eines Gebrauchtwagens. Den würde man auch nicht nach einer Waldrallye den Interessenten so vor die Füße stellen, sondern da fährt man auch durch die Waschanlage. Man räumt innen seine Sachen raus, man bringt das Auto auf Hochglanz. Und ähnlich ist es auch beim Hausverkauf. Sehr gut. Kann ich mir auch vorstellen tatsächlich. Jetzt ist es ja aber doch meistens auch so, wir sind in Deutschland, hier ist viel Bürokratie. Das heißt, ich brauche eine Menge Unterlagen, richtig? Woher weiß ich denn, was ich alles brauche? Muss ich mir das selber suchen oder haben Sie da einen Expertentipp? Ja, die Liste ist tatsächlich lang. Wir haben dazu extra mal eine Checkliste zusammengestellt. Da sind also die wichtigsten Dinge benannt. Ganz wichtig ist, sich vorzustellen, wir verkaufen jetzt hier keine Waschmaschine, sondern ein Haus im Wert von 200, 250, 300.000 Euro. Und deswegen kann der Interessent, glaube ich, auch erwarten, dass er dort ordentliche Unterlagen bekommt. Und vor allen Dingen, wir verkaufen es nicht nur dem Interessenten, sondern wir verkaufen es auch dessen Banker. Ja, also gerade wenn meine Kaufpreisvorstellungen etwas über dem Niveau sind, dann spielt auch dort der erste Eindruck eine wichtige Rolle. Ich empfehle immer zum Beispiel, ordentliche Grundrisse aufzubereiten. Nicht diese 2D-Grundrisse, sondern 3D-Grundrisse, weil die Interessenten sich dann einfach ein besseres Bild machen können und da die bessere Vorstellungskraft entwickeln. Ja, auch ein Expertentipp, wenn man den so nennen kann, ist, weil es immer wieder falsch gemacht wird, nicht mit dem Handy fotografieren, sondern ordentliche Fotos machen, am besten mit einem Breitwinkelobjektiv und nicht bei Dämmerung. Das macht Sinn. Das machen wir sonst meistens auch nicht. Genau. Okay, natürlich ist die Liste noch viel, viel länger. Sie haben es schon gesagt, es wäre jetzt leider zu lang, das alles anzusprechen. Aber wir haben natürlich die Liste zum Download für Sie bei uns auf chemnitzfernsehen.de bereitgestellt, sodass Sie sich die dort runterladen können. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie uns gerne natürlich schreiben oder uns anrufen. Dann beantwortet auch unser Experte Rico Krämer für Sie weitere Fragen, die noch da sind. Genau, Sie haben es heute aber auch schon angesprochen, der Preis spielt eine wichtige Rolle, ne?
Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher weiß ich denn, wie viel mein Haus wert ist? Und genau diese Frage, die stellen wir uns nächste Woche und werden Sie natürlich dann gemeinsam mit unserem Experten Rico Krämer beantworten. Deshalb sagen wir für heute Dankeschön und auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Jawohl. Tschüss. Willkommen bei Via Finanz. Guten Tag, Herr Krämer. Schön, dass Sie da sind. Eine Immobilie stellt einen hohen Wert dar. Deshalb sollten Sie beim Verkauf auf professionelle Hilfe setzen und einen Immobilienmakler mit ausgeprägter Marktkenntnis und Expertise beauftragen. Via Finanz, Ihre Immobilienexperten für die Region Sachsen.